Mein Name ist Julia Odumehiba und ich arbeite seit einigen Monaten als politische Beraterin in Mogadischu bei UCAP Somalia. Das ist die European Union Capacity Building Mission in Somalia. UCAP ist eine zivile EU-Mission, die zur Stärkung ziviler maritimer Strafverfolgung in Somalia beiträgt und gleichzeitig den allgemeinen Polizeiaufbau unterstützt. Als politische Beraterin ist es meine Aufgabe, politische Entwicklung in Somalia und auch in der Region zu analysieren und die Missionsleitung hinsichtlich möglicher Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Mandatsimplementierung zu beraten. Vor diesem Einsatz war ich bereits viele Jahre im Bereich Frieden und Sicherheit tätig und habe mich dabei schon immer sehr für die politische Dimension der Friedensbildung interessiert. Nicht zuletzt liegt mir außerdem das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit sehr am Herzen. Deshalb freue ich mich, dass ich diese kurze Videonachricht im Rahmen des Weltfrauentages aufnehmen kann. Auch in UCAP Somalia bemühen wir uns, die Geschlechterperspektive sowohl innerhalb der Mission als auch in Bezug auf die programmatischen Aktivitäten zu berücksichtigen. Der Weltfrauentag ist ein wichtiger Anlass, jedes Jahr weltweit an das Ziel zu erinnern, Frauen in alle Aspekte von Friedensprozessen einzubinden, um nachhaltige Erfolge von Friedensmaßnahmen zu sichern.